1972 wurde das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt in Kraft gesetzt. Dadurch soll einerseits das Verständnis von Kultur und andererseits der Erhalt unterschiedlicher Kultur- und Naturgüter gefördert werden. Als erhaltenswertes immaterielles Kulturerbe kann gelten mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, darstellende Künste, gesellschaftliche Bräuche, Rituale und Feste, Wissen in Bezug auf die Natur und das Universum, traditionelle Handwerkstechniken. Obwohl die Konvention einer kulturellen Vereinheitlichung entgegenwirken soll, wird sie zum Teil kritisiert. Zum Beispiel kann der Status als immaterielles Kulturerbe zur Erstarrung des lebendigen Kulturerbes führen.